Wenn ihr uns beide anschaut, werdet eigentlich gleich sehen, um was heute geht. Richtig, es geht um Liebe. Und zwar wollen wir euch erzählen, wie ihr anstatt nur Follower Fans generiert. Fans, die eure Marke, euren Brand lieben. Wer von euch macht bereits Videomarketing? Okay. Die Frage sollte eigentlich lauten, warum nicht? Unserer Meinung nach ist Online-Video King. Es wird die Zukunft sein. Die ganzen Social-Media-Networks pushen Video momentan wirklich stark und es ist eine Riesenchance, in dem Bereich tätig zu sein. Im E-Commerce ist es so, dass Leute, die ein Video gesehen haben, 1,81 Mal häufiger Conversion auslösen. Die Leute, ist ganz klar, würden mittlerweile lieber ein Video sehen, als einen langen Text lesen. Wir sind von Pulp Media, ein Link zur Online-Agentur. Mein Name ist Robert Bogner. Und ich bin Paul Langstersdorfer. Auf Twitter sind wir zu finden unter @Robsi und @Lancelot13. Wir haben das auf jeder Folie, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, immer links unten hingeschrieben. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr twittert, aber bitte immer den Hashtag verwenden, ThinkAhead17. Wovon wir heute reden, ist, dass das eine Gleichung ist. Wenn die Marke die Persona liebt oder Liebe für die Persona zeigt, wird auch die Persona Liebe für die Marke zeigen. Das ist eine Wechselwirkung. Und wir zeigen das anhand eines Beispiels, wie man das macht mit dem Tool Video Marketing. Und dafür braucht man eine Video Marketing Strategie. Stellen Sie sich vor, es ist Montag und Sie kommen in die Arbeit. Und weil Ihnen die Arbeit Spaß macht, freuen Sie sich, dass Sie in der Arbeit sind und dann nicht zudern, weil Montag ist. Und Ihre Aufgabe diese Woche ist es, Video Marketing Strategie zu machen. Was wäre dann die erste Frage, die man sich stellen sollte? Die Ziele. Warum machen wir das überhaupt? Warum mache ich Videomarketing? Und die KPIs, die Key Performance Indicators. Wie messe ich diese Ziele? Also ich frage mich, was möchte ich erreichen? Weil eine Strategie ohne Ziel ist nicht wirklich eine Strategie. Das ist irgendwas, aber ja. Ein mögliches Ziel sind Verkauf, Leads. Und am Ende des Tages wollen wir alle irgendwas verkaufen oder Leads generieren. Aber man sollte sich bedenken, dass das vielleicht nicht unbedingt das primäre Ziel ist. Ein Ziel kann auch Branding sein. Und wenn Branding mein Ziel ist, dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht eine Branding-Strategie generell schon habe für meine Marke, auf die ich Rücksicht nehmen muss. Ein Ziel kann auch Community-Building sein. Und wenn ich Community-Building machen will, dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit dieser Community, wenn ich sie habe. Oder wenn ich drin bin in der Community. Oder mein Ziel ist Thought-Leadership. Dann ist zum Überlegen, wer hat diese Position jetzt inne? Kann ich den verdrängen? Oder soll ich mir vielleicht eine Nische suchen, auf der ich sitze und wo ich der Thought-Leader werde? Was man erreichen will, ist, dass die Persona die Marke liebt. Weil wenn ich das schaffe, dann sind die bereit, einen als Thought-Leader zu akzeptieren. Dann lassen sie einen in die Community rein, weil es ist nicht die Community der Marke, die Community ist per se, da kann die Marke Teil werden davon. Und am Ende des Tages, wenn die Persona die Marke liebt, dann wird sie auch kaufen und zum Lead werden. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie man den Erfolg misst, weil nur weil ich definiert habe, was mein Ziel ist, heißt das ja nur nicht, kann ich nur noch sagen, ja, jetzt habe ich es erreicht, aber man muss das irgendwie messen und es gibt ein paar wichtige Kennzahlen, die es da gibt. Wichtige Kennzahl ist natürlich Follower. Das ist die offensichtliche, vielleicht nicht unbedingt die aussagekräftigste. Viel wichtiger finde ich zum Beispiel ist Engagement. Wie viel reagieren die Leute drauf? Auch im Verhältnis zu der Anzahl der Follower, die ich habe. Wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie viele Shares habe ich auf meine Videos? Bei Video ganz wichtig ist die Anzahl der Views.
und da vor allem die 3-Sekunden-Views oder 10-Sekunden-Views, das variiert von Plattform zu Plattform. Nämlich die Leute, die nicht nur beim Drüberscrollen ganz kurz auf dem Video bleiben, sondern sich wirklich ein bisschen was anschauen davon. Die Average View Time, wie lange man sich das Video anschaut, ist auch ganz wichtig. Und natürlich auch die Conversions. Und die Conversions kann ich zum Beispiel tracken, indem ich Parameter mit übergib bei Annotations auf YouTube. So, jetzt wissen wir, wofür wir das Ganze machen, was sind unsere Ziele. Zweiter Punkt, und das ist so unser Hauptpunkt, ist, für wen machen wir es? Wer ist unsere Persona? Wen wollen wir denn erreichen mit unseren Videos? Warum sollen wir über das nachdenken? Das ist ganz logisch. Das war das, wie wir früher Videos und Fernsehen geschaut haben. So geht es heute. Und Sie sollten sich darüber bewusst sein, wer von denen soll mein Video anschauen und wann, zu welcher Tageszeit, wo ist er gerade. Und unsere dringende Empfehlung lautet, machen Sie Videos, die Ihre Persona liebt und nicht irgendwelche Videos, die niemandem wehtun. Ist für jeden irgendwie okay. Das war der Weg, wie wir das früher angegangen sind. Wir haben eine bestimmte Zielgruppe. Zum Beispiel, unsere Zielgruppe ist männlich und trinkt Bier. Super, haben wir ein paar davon da. Dann haben wir angefangen, demografische Merkmale hinzuzufügen. Okay, das ist ein Österreicher oder bestimmtes Einkommen und liebt Bier. Super, gibt es noch immer viele. Diese Folie hatte leider schon heute Morgen der Herr von Facebook. Ich bringe es wieder. Wenn wir dann so weitermachen, dass wir demografische Merkmale aufzählen, dann haben wir irgendwann diese zwei Personen, die exakt dieselben demografischen Merkmale haben. Und wenn Sie jetzt raten müssen und in der Früh das nicht gesehen haben, wer ist das? Richtig. Exakt dieselben demografischen Merkmale. Sie möchten aber wahrscheinlich diese beiden Personen unterschiedlich ansprechen, unterschiedliche Videos denen liefern. Deshalb haben wir jetzt hier unsere Persona. Ich darf vorstellen, das ist der Jochen, 34 Jahre aus Wien. Ist Designer, ist Hipster, wie man sieht. Hier wahrscheinlich in mehrfacher Ausführung vertreten. Ist Single, hat ein gutes Einkommen. Ist ein Kind der 90er, liebt Knight Rider, ist ein bisschen fuck the Establishment, mag Rockmusik, Bruce Lee und Bier. Er ist auf Instagram unterwegs und benutzt Twitter. Und wir sehen, wir haben auf einmal viel, viel mehr Eigenschaften. Wir haben sozioökonomische Merkmale, die wir über den Jochen wissen wollen, wie alt ist er, wo wohnt er. Wir fügen aber jetzt noch psychografische Merkmale hinzu. Was sind seine Interessen? Wofür brennt er? Wo sind die Leidenschaften dieser Person? Wovor hat die Person Angst? Wenn ich das über meine Persona weiß, weiß ich, was der Person gefällt, was der Person Spaß macht. Und wenn wir jetzt nochmal den Jochen haben und Sie haben zum Beispiel eine Biermarke, die Sie vermarkten möchten, dann würden Sie gut dran tun, so einen Spot zu produzieren.
Super Beispiel. Wenn Sie Personas definieren, Sie können natürlich mehrere Personen definieren, je nach Marke, je nach Dienstleistung, eigentlich so viel Sie brauchen. Wichtig ist, seien Sie von diesen Personas besessen. Das heißt, folgen Sie den Personen, worüber reden Sie, was sind die Leidenschaften, was sind die Ängste der Person. Je besser Sie sie kennen, desto besser können Sie mit den Personen arbeiten. Eben Personen so detailliert wie möglich definieren und über die Zeit besser kennenlernen. So, wir haben die Ziele definiert, die KPIs festgelegt, wir haben die Personas definiert. Was ist jetzt der nächste Schritt? Der Content. Wir überlegen uns, wie holen wir die Persona, die wir jetzt definiert haben, mit Content perfekt ab, am allerbesten ab. Weil wenn es mir gelingt, die Marke mit etwas zu verknüpfen, über das die Persona bereits spricht, dann fällt es mir sehr viel leichter, dass ich dieser Person auffalle und dass sie sich in mich verliebt. Es gibt drei Arten von Content. Hero-Content, Hub-Content und Help-Content. Der Hero-Content ist der, wo man denkt wie ein Werber. Wie würde der Super Bowl-Spot aussehen für die Marke? Hero-Content ist bewegend oder inspirierend. Hero-Content ist professionell produziert und hat eine sehr hohe Qualität. Hero-Content ist der Browse-Content. Das ist der Content, wenn man auf YouTube geht und auf der Startseite nach unten scrollt und die Empfehlungen oder die, was Freunde geliked haben, dass man das sich anschaut. Das ist sehr wahrscheinlich Hero-Content. Ein Beispiel für einen Hero-Content habe ich mit von Kleenex. Mitz Watson is my former chorus teacher from freshman year to senior year of high school. She's one of the best vocal teachers I've ever met. I love my students and I want them to have the best opportunities so that they can thrive. Currently, I live in Los Angeles and I'm pursuing a career in entertainment. I know I wouldn't have been able to do any of it if it hadn't been for Mitz Watson. The last time I seen her was some years ago in 2008, 2009, and I realized I never really had a chance to let her know exactly how influential she was to my life. Some of us, we haven't seen each other in 10 years. We hear anything to do with Miss Watson and we're like, we're there. She's just gone through a rough patch with her health, so I just want to let her know that I love her and keep on pressing forward. I know she's gonna be really, really thrilled when she sees all of us. Miss Watson believes that she's getting ready to have a teacher interview at her school tomorrow. She's about to get a handful. Oh my God, she's coming. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I never thought I'd see them all together like that. It's just great to feel loved and that what you do matters. This is a small example of the gratitude that we all have for you in the many years you've invested into us. Because of you, I'm everything I am today. And I really thank you. Oh yes, I see, I see, I see. Oh yes, I see, I see, I see. Ziemlich stark.
sehr bewegend finde. Ich habe das jetzt ja bestimmt an die 100 Mal gesehen, aber es erwischt mich immer noch. Also das war Hero Content. Puh. Der nächste Art von Content ist Hub Content. Bei Hub Content denkt man wie ein YouTuber. Wenn Sie ein YouTuber sind, dann haben Sie verschiedene Playlists und Sie überlegen sich, wie würden diese Playlists aussehen. Hub Content ist unterhaltend, ist wertvoll und zur Interaktion einladend. Hub Content wird regelmäßig abgedatet. Dabei ist egal, ob das täglich ist, wöchentlich, einmal im Monat, aber regelmäßig. Es kommt immer wieder was Neues in derselben Art dazu. Hub Content ist Subscribe Content. Das ist die Art von Content, wo man auf einen YouTube-Channel geht, sagt, hey, das ist cool, das ist lässig, ich möchte weitere Videos von dem sehen und klickt dann auf Abonnieren. Kleenex hat das gemacht und hat Messages of Care, eine Playlist gemacht, die Messages of Care heißt, wo sie ähnliche Videos zu dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, nicht so aufwendig produziert, aber auch ähnliche Geschichten immer wieder veröffentlicht worden sind. Die dritte Art von Content, also wir haben Hero Content gehabt, Hub Content und Help Content. Da denkt man wie ein User. Wonach suchen die Kunden, wenn sie auf YouTube gehen? Help Content ist immer relevant. Und Help Content ist hilfreich und zugeschnitten auf ganz spezielle Bedürfnisse der Kunden. Es ist eben, wie gesagt, Search Content. Wir wissen, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Die Leute gehen auf YouTube, um sich anzuschauen, wie man Krawatten bindet oder einen Reifen wechselt oder einen Reifen fliegt. Das ist der Content, der Help Content ist. Kleenex hätte zum Beispiel Videos machen können, wie man Niesen unterdrückt. Oder was wir gemacht haben für einen Kunden, ist, wir haben Videos gemacht, wie man Babynahrung selbst zubereitet. Und ihr seht, unter die Top 5 Suchergebnisse zu Babynahrung selbst gemacht sind 4 von uns. Und das oberste, da geht es nicht einmal um Babynahrung, das werden wir auch noch irgendwie schaffen. Also die Marke zeigt Liebe für die Persona, wenn sie sich damit beschäftigt, was Aufmerksamkeit der Persona erweckt, was der Hero-Content ist, was unterhält die Persona, was ist Hub-Content und wonach sucht die Persona, was ist Help-Content. So, nachdem wir uns überlegt haben, welche Ziele wir haben, wenn wir erreichen wollen, womit wir die Person erreichen wollen, sollten wir überlegen, wo erreichen wir die Person? Welche Kanäle sind für Video relevant? Im Prinzip alle Social Networks pushen Video momentan massiv. Das sind die offensichtlichen, die größten, YouTube natürlich als der Big Player, Facebook, Instagram, Snapchat, die sollten Sie auf jeden Fall beachten. Es gibt ein paar Spielregeln, die meisten sind eigentlich offensichtlich, wenn Sie Personen beobachten. So Sachen wie, soll ich Vertikalvideos machen, ja oder nein? Natürlich sollen Sie das machen, wenn Sie auf Facebook sind. Warum? Weil Sie im Stream auf dem Handy viel mehr Platz einnehmen und damit eigentlich laut unseren Messungen doppelt so viele Klicks generieren, doppelt so viele Views. Dass man auf Facebook keinen Ton verwenden sollte, weil die meisten Leute Ton sowieso abgeschaltet haben, ist klar. Da gibt es halt für jeden Kanal Spielregeln, die man beobachten kann. Wichtig, und das ist wirklich, wirklich wichtig, suchen Sie neue Kanäle. Das sind zum Beispiel 3 coole Apps, die wir empfehlen. Houseparty zum Beispiel ist eine echt coole App. Musical.ly hat mittlerweile 200 Millionen User, das heißt, die meisten von Ihnen dürften das schon kennen. Das Coole ist, wann solche Apps und neue Networks kommen, haben die meistens kein Werbeprodukt. Weil die Leute Werbung hassen und sie brauchen User. Das heißt, dort, wo es kein Werbeprodukt gibt und wenn was neu ist, gibt es Chancen. Und wenn Sie in einem mutigen Betrieb arbeiten, eine mutige Marke sind, dann probieren Sie diese neuen Networks. Da gibt es eigentlich nur zu gewinnen. Also, Sie sollten wissen, wo ist Ihre Persona unterwegs?
welche Devices nutzt die Persona, welche Tageszeit ist am besten die Person zu erreichen. Dann haben wir noch das Riesenthema Influencer. Ich habe vor kurzem wen gehört, der hat gesagt, Influencer brauchen sie nur, wenn sie ein scheiß Produkt haben. Ich bin nicht ganz der Meinung, aber der zum Beispiel hat mit Samsung zu den Oscar-Verleihungen, die haben das richtig, richtig geil gemacht. Allow me to introduce the rest of us. We're the makers, the directors, and the creators of this generation. We don't have big award shows or huge budgets or fancy cameras, but what we do have are our phones and duct tape and parking lots and guts. And we have ideas we need to share. We know it's not the size of the production that matters, it's what you make. We don't create because we have to. We create because we love to. And we've captured billions of moments from different angles, for different reasons, for millions of viewers, but with one thing in common. When we're told that we can't, we all have the same answer. Watch me. Thank you. This is influencer marketing richtig gut umgesetzt. Der Spruch, den ich gehört habe, war übrigens genau umgekehrt. Der hat gesagt, wenn Sie ein super Produkt haben, brauchen Sie keine. Das Produkt ist sicher gut und Sie haben richtig gut getan, den Casey Neistat dafür zu verwenden. Der Trend bei den Influencern geht immer mehr in Richtung Micro-Influencer, das heißt, es müssen nicht immer die Großen sein, die 4 Millionen Follower haben. Sie sollten die Influencer finden, die einen Einfluss auf ihre Persona haben. Das können Personen sein, die vielleicht nur 1000 Follower haben, aber sie haben Einfluss auf meine Persona. Sie sollten wissen, ob diese Influencer dann für Takeovers offen sind, ob man ständig mit denen zusammenarbeiten kann. Unser Lieblingsthema Viralvideos, die es eigentlich nicht gibt oder so nicht bestellbar sind. Hier ein Beispiel von einem Video, die das sehr super gemacht haben, das zu Recht viral gegangen ist. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them.
And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl, or kicking like a girl, or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring, and you're still getting to the ball on time, and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Als Vater von zwei Mädchen und generell als Mensch gibt mir so ein Video so eine heftige Gänsehaut. Und genau um das geht's. Weg mit dem Durchschnittsvideo, das jeder irgendwie okay findet, aber keiner super. Wir brauchen Videos, die Gänsehaut verursachen. Gänsehaut statt Gänsemarsch. Ich habe vorhin gesagt, Viralvideos gibt es nicht. Und der Grund dafür ist, Sie können das tollste Video haben, wenn Sie es dann auf YouTube hochladen und ein Jahr später schauen, dann sind Sie vielleicht enttäuscht, wenn keine Views drauf sind. Abhilfe schafft Paid Video Reach. Das bekannteste ist zum Beispiel sind die YouTube Pre-Rolls, wo man in 6 Sekunden schaffen sollte, den User zu fangen. Gecko sind da unser Lieblingsbeispiel dafür. The following ad is being condensed for your viewing convenience. I just switched to Geico, saved a whole bunch. Car insurance, huh? Yeah. Saving money? Super easy. Oh man, who doesn't like saving money? Am I right? I'm not cleaning that up. Wenn Sie die Persona schon kennen, Sie haben die Chance, auf YouTube, auf Facebook diese Personen zu targeten. Das heißt, wir haben keinen Streuverlust mehr. Wir machen nicht eine durchschnittliche Werbung und spielen sie allen Usern aus, sondern wir machen coole Spots und schauen, dass wir damit direkt die Persona erwischen. Noch ein kleiner Tipp, wenn es draufkommen, dass Personen ihr Video 20 Minuten anschauen, dann können sie sich sicher sein, dass die Person sich für sie interessiert, dann sind sie gut beraten, auch Retargeting machen auf diese Personen. Okay, die Pyramide spitzt sich zu, es fällt nur noch ein Baustein. Und das sind die Insights. Pflegen Sie die Beziehung zu Ihrer Persona. Man wird die Persona über die Zeit besser kennenlernen. Weil zu Beginn, ganz logisch, trifft man nur Annahmen. Man überlegt sich, wie sich die Persona vielleicht verhält, wo die Persona vielleicht ist. Und man wird feststellen, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und je besser man auf das achtet, desto besser wird dann der Content. Es gibt im Marketing immer einen Funnel. Also gibt es ja bei Videomarketing einen Funnel. Ganz Ziel ist natürlich, dass man die Leute ganz nach unten bringt. Ganz oben steht die Aufmerksamkeit, eben der Hero-Content. Darunter Social-Content, also der Hub-Content, der regelmäßig konsumiert wird. Dann zeigen Sie in Hands-on-Video die Funktionalität von Ihrem Produkt. Sie positionieren sich als Thought-Leader und sagen, was Sie wissen. Sie machen Webinare und lehren und helfen. Testimonials helfen, dass die zeigen, dass wer andere auch die Marke liebt. Sie können Videokommunikation einsetzen. Zum Beispiel Videokonferenzen oder Video in E-Mail funktioniert extrem gut. Besonders, wenn es individualisiert ist. Und ganz unten ist Kultur, wo Sie die Leute in
ihre Community reinlassen, in ihre Marke reinlassen, in ihre Firma reinlassen. Hausparty, haben wir vorher gehört, ist zum Beispiel ein cooles Tool, mit dem man das machen könnte. Versuchen Sie, für jede Phase in diesem Funnel, für jede Persona Videocontent zu erstellen. Wenn es um Videomarketing geht, stellt sich ganz oft die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Ich möchte da noch ein letztes Beispiel zeigen. Follow, follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Das war's. Das ist ein Kameraschwenk und eine Musik dazu. Nicht recht aufwendig produziert. Das funktioniert aber so gut, also man bekommt Lust auf Sardinien. Das hat bei uns so gut funktioniert, dass bei der Vorbereitung für den Workshop der Robert dann gleich eine Sardinienreise gebucht hat und letzte Woche dort war. Die Frage sollte also nicht lauten, kann ich mir Videomarketing überhaupt leisten, sondern für eher kann ich mir es leisten, dass ich nicht Videomarketing mache. Das Ganze, was wir jetzt geredet haben, wenn man das zusammenfasst, in a nutshell. Die perfekte Videomarketing-Strategie hat man dann, wenn die Persona dein Video konsumiert, also anschaut, damit interagiert und sich auf das nächste Video freut. Wir sind von Pulp Media, wir haben gleich da drüben einen Stand. Wir wollen geile Kampagnen machen, deshalb verschenken wir eine. Ich darf auch euch bitten, zu uns zu kommen, vielleicht morgen, mit mir oder meinen Kollegen drüber zu sprechen. Mich interessiert wirklich, warum am Anfang relativ wenig Leute aufgezeigt haben, die sich bis jetzt noch mit Videomarketing beschäftigen. Und mich interessiert diese Frage, was hindert Sie jetzt dran?